Ja, grüß euch, gut, Madl und Burm. Hier ist wieder der Peter vom Barbecue Alt Perlach. Immer noch im schönen Storset unterwegs. Gestern waren wir mal grillfischen. Nein, heute waren wir mal grillfischen. Aber das Video habt ihr vor dem hier gesehen. Und hier seht ihr jetzt, was wir aus dem Makrillen gemacht haben. Steckerlfisch, Lollipops, also Mini-Steckerlfisch. Wir haben die Makrele filetiert und dann aufgespießt und gegrillt. Und das ist wunderbar mit einem tollen Würzöl. Schaut es euch an, das ist echt eine geile Sache. Ja, was brauchen wir jetzt für unsere, wie sagt man, Mini-Steckerlfisch? Erst einmal Fisch. Fisch! Fisch. 8 Makrelen. Vorhin gefangen. Video könnt ihr euch anschauen. You did very good. Do I, yes. Keep staying like this. Während die Silja zum ausgestreckten Arm verhungert, sage ich euch, was wir noch brauchen. Nämlich etwas Olivenöl, Salz und Pfeffer. Dann habe ich hier vom Klaus das Oldschool Griller Kräuter. Ich muss ganz ehrlich sagen, im Moment eine meiner Lieblingsgewürzmischungen. Und hier haben wir noch ein bisschen Koriander und Fenchel bereits gemahlen. Und hier drüben wässern wir gerade noch ein paar Steckerl. Weil es soll ja Steckerlfisch werden. Jetzt suche ich mir jemanden, der mal die Fisch filetiert, weil ich mag das ja gar nicht. Also, jetzt machen wir von den Makrelen die Filets runter. Vor mir habe ich jetzt eine Makrele liegen und jetzt werden wir die mal filetieren. Und zwar schneide ich hier einfach hinter dieser Flosse rein. Scharfes Messer hilft da ungemein. Und dann schneide ich da einfach an der Wirbelsäule entlang bis nach hinten und habe ein schönes Filet. Und das machen wir jetzt mit alle 8 Makrelen. Das wird ein Spaß. Juhu! Wenn ich eins in meinem nächsten Leben wert oder nicht wert, ist das Fischfiletierer. Also 8 Makrelen fischen ist einfach. 8 Makrelen filetiert macht keinen Spaß nicht, aber schaut's her, die habe ich jetzt hier mühsam alle schön filetiert. Nur du hast auch aufzeigt, die wollen gar nicht mehr sehen, die Dinger. Jetzt machen wir so Würzöl. Machen wir so ein bisschen aus dem Ärmel heute. Halt. Also, ich nehme mal so. Sagst du Stopp, Spalte? Stopp! Stopp! Wie viel waren das? 6 Esslöffel? 6 bis 8 Esslöffel. Dann habe ich hier, Werbeblock, den Oldschool Griller von Klaus. Der hat nämlich ganz viele Kräuter drin und das ist richtig schön. Nehmen wir hier ein bisschen was rein. 2 Esslöffel? So. Das sind genau 2 Esslöffel. Dann muss dazu ein bisschen Salz. Und hier ganz normales Meersalz und einen Pfeffer, schwarzen Pfeffer. Dann habe ich hier zum einen selbst abgepackten Fenchel. Das ist einmal gut, der ist schon pulverisiert. Und ein bisschen was rein. Halben Teelöffel? Ja, halben Teelöffel sowas. Und dann haben wir noch Koriander, da darf ein bisschen mehr rein. Das darf dann ruhig so ein Teelöffel werden. Ich habe jetzt gar keine Ahnung, ob das alles dann langt. Ist das ein Teelöffel? Ja, ungefähr, oder? Ja. Also wie alle meine Rezepte sind das eher so ja, Anregungen. Jetzt werden wir das einmal hier da so ein bisschen durchrühren. Und eigentlich hat das genau die richtige Konsistenz, gell? Was langt für die ganzen Filets, weiß man nicht. Aber das werden wir in Kürze wissen. Unser Würzöl verteile ich jetzt einfach mal hier da so drüber. Das muss ich ein bisschen raufholen. Etc. Weil ich tue jetzt einfach hier die ganzen Filets da drin hin und her hauen. Ich liebe Handschuhe. Das könnte man jetzt eigentlich auch in einem Gefrierbeutel machen. Das könnte man auch in einem Gefrierbeutel machen, aber es ist ja viel schöner, wenn es da rummatscht, die T-Shirts triggert macht und wie auch immer. Also man könnte es sogar in einer größeren Schüssel machen. War nicht sauber beim Aber das ist ja kein Spaß nicht. Also, ich wirbel das jetzt ein bisschen hin und her. Also es soll, aber es geht eigentlich ganz gut. Alles einigermaßen hier bedeckt sein. Ja, wenn ihr da so Stickerl habt, wo er sagt, so, da geht noch ein bisschen was drauf. Dann tun wir das nach unten und hätten dann gerne einfach lauter
schön eingelassen marinierte Stückerl. Steckerlfisch is not complete without a Steckerl. Und ich stiche jetzt da einfach hier durch das Filet einmal so durch, dann so, dann so und dann so. Also, dass der Fisch hier so richtig schön wellenförmig da auch angemerkt, oder? So, jetzt auch. Also, der Fisch kommt jetzt dann so über die Flamme. Dann können wir ihn auch schön drehen, etc. Und so ist der Fisch am Steckerl quasi, jetzt ein Steckerfisch. Das Gute ist, wir haben 8 Mal Grillen gehabt, es gibt 16 Filets. Ich kann das jetzt noch 15 Mal machen. Und der große Anteilnahme unserer Gäste habe ich das jetzt hier alles aufgespießt. Eine Riesensauerei. Das erste Mal, dass ich wirklich froh um meine Gummihandschuhe war. Aber jetzt schaut das so aus. Der schaut so schön aus. Und die werden wir jetzt so steckerlfischmäßig auf den Grill tun. Am Bräuching, am Bräuli, möchte ich die jetzt einhängen. Und zwar soll der mittlere Brenner jetzt dann angehen. Und wie sich das für einen Steckerlfisch gehört, der Fisch da drüber hängen. Und zwar zuerst mit der Hautseite. Die war jetzt ein bisschen weiter hinter da. Der Steckerl haltet. Schauen wir mal, ob der das macht. Ja. Dann schauen wir mal. Ja, super, oder? Dann haben wir die hier so ein bisschen versetzt rein. Und dann kriegen wir mal den ersten Schwung fertig. Das wird nicht lang dauern. Und da machen wir die anderen 8. Und da machen wir hier an. Ich mache jetzt mal auf halbe Flamme. Und da machen wir zu. Und dann schauen wir mal, wie das dann ausschaut. Ich drehe es jetzt doch auf, weil ich mir überlegt habe, ein Steckerlfisch hat auch hohe Hitze. Und dann sollen die Burschen auch ein bisschen schwitzen. Es riecht schon ein bisschen, gell? Steckerlfisch. Oh, schaut's her. Mit leichter Bodenberührung, gell? Ah, aber es riecht gut. Lang braucht er nicht mehr, oder? Schauen wir den ganzen Eiweiß schon. Kann man, oh, lecker. Der. Jetzt der Obelix. Ja, die drehen wir jetzt nochmal um, meinst du? Nee, die lassen wir einfach so. Nochmal 2 Minuten und dann haben wir es. Das riecht wie bei der Fischer-Fruni. Wir machen mal auf. Und jetzt holen wir es mal runter. Oh, riecht das gut. Unsere, nehmen wir den einmal. Schaut hier hinten auch, gell, wollte ich euch nur sagen. Auch sehr nett. Und dann nehmen wir hier den dicken Otto. Auch dazu. Ja, und so schaut's aus, wenn es fertig ist. Schaut's mal. Oh, meine Steckerfisch-Lollipops. Das riecht. Hier so ein Schnitz-Zitrone haben wir dazu. Jetzt bin ich einfach mal so frech und sag, gebt mir einen Lutscher. Geil. Ja, super. Also, wenn ihr keinen Steckerfisch heute habt und keinen Platz für Steckerfisch oder viele Fische auf einmal machen müsst, das ist the way to do. Wann habe ich natürlich noch das Getränk? Heute habe ich sowas Champagnerartiges. Einen, wie heißt der? Wouvre. Wouvre. Wouvre kennt man, Museum in Paris. Kann man aber auch trinken. Probieren wir mal. Er ist brüt, also das heißt glaube ich herb, gell? Trocken. Trocken. Dry. Haben meine englischen Freunde mitgebracht. Ich habe gesagt, wo kommt der her? Hab sofort beide aus einem Mund gesagt, Frankreich. Gibt es ja kaum Unterschiede zwischen Nord, Süd, West und Ost, macht aber nichts. Was französisch ist, sehr lecker. Komm mal in den. Ihr beide mal eine Bus Cruise? In the north of Bordeaux. In north of Bordeaux, jetzt wissen wir es langsam. Da kommt es her. Ja, meine Kinder hinten rumtoben, kommen wir zum Ende des Videos. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Oh, warte mal. Und ein netter Kommentar wäre super. Abonnieren. Herrschaft, ich brauche halt noch eine Hand. Da unten aufs Logo drücken. Und ansonsten lassen wir uns jetzt den Fisch schmecken, weil das riecht so gut. Und ihr macht es gut und pfiat euch. Weißt du nicht, wo frei? Wie der Berliner wie ist besser an, ja. Regierende Bürgermeister, ja, wo frei? Über die Schlupfen geht nicht mehr.